Zuschauer. Willkommen zu einer halben Stunde unter vier Augen mit Klaus von Wagner, dem Aufsteiger in der deutschen Kabarettszene der letzten Jahre. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, fangen wir doch gleich mal mit den Mängeln an. Sie haben ja gestanden, mit zwei Geburtsfehlern auf die Welt gekommen zu sein. Sie sind zwar in Bayern geboren, aufgewachsen, aber... Ich habe keinen Dialekt und ich bin Protestant. Ich weiß nicht, wie es ging. Also es ging, ich glaube, deswegen habe ich Kabarett angefangen, um mich zu wehren. Das war, ich durfte ja immer nicht dabei sein, weil der Wagner kann kein Bayerisch. Das war immer. Wie kann man hier aufwachsen und kein Bayerisch können? Meine Eltern sind aus dem hohen Norden. Also das gebe ich ganz offen zu. Aber die Spielkameraden waren es nicht? Nein, die waren es nicht. Die haben so einen schönen Dialekt gehabt. Und ich wollte ja auch mit dabei. Und dann habe ich halt einmal versucht, Dialekt zu reden. Das klingt aber schon ganz gut. Ja, aber bei denen war es ganz klar, der Wagner kann das nicht. Wagner, lass bleiben, war so ein fester Ausdruck. Aha. Und da wird man irgendwie, du willst ja dabei sein. Du möchtest ja da mit denen am selben Tisch sitzen und ein Bier bestellen. Das geht ja relativ früh in Bayern los. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich dann versucht habe, das mit Humor zu überspielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist. Am Anfang durfte ich nicht dabei sein. Ja, ich meine auch als Protestant, das ist ja Ausgrenzung in vielen wichtigen Bereichen. Ja, Schule. Ja. Wir waren zu wenig. Also wir hatten einen Religionsunterricht so, naja, sagen wir mal, wie viel waren wir? Ich glaube, vier waren wir. Und dann war noch die Berufsschule, wurde aufgefüllt. Die waren natürlich älter als wir. Und dann gab es dann zu wenig Lehrer. Dann mussten wir in der Stunde, das weiß ich noch, mussten wir Liedtexte abschreiben bei einer Aufsichtslehrerin. Und das ist die Pointe, katholische Liedtexte. Also Ihre Jugend in Miesbach, Oberbayern, war die Hölle? Also jetzt haben wir mal überspitzt, ja. Aber eigentlich war es schon ganz schön. Ja, klar. Also es war schon ziemlich behütet, gell? Es war sehr behütet. Ich meine, also das war Miesbach. Wir hatten keine Drogen, keine Gewalt. Also wenn Drogen, dann habe ich sie nicht bekommen. Es war so grün und so gute Luft. Es war so behütet wirklich. Es war eine goldene Kindheit, glaube ich. Ja. Ihr jüngstes Kabarettprogramm, 3 Sekunden Gegenwart. Was versteckt sich hinter dem Titel? Ich habe das nur nachgeschaut, weil ich mal wissen wollte. Ich habe irgendwann mal geschaut, Gegenwart, wie lange ist das eigentlich? Weil, was ist Gegenwart? Also ist die, jetzt ist schon wieder vorbei, das, was wir gerade gesagt haben, ist Vergangenheit. Und das wollte ich mal nachschauen, und es gibt ja immer jemanden, der irgendwelche wissenschaftliche Experimente macht. Und das ist ein russischer Biochemiker, den Namen habe ich jetzt vergessen. Und der hat irgendwie festgestellt, da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die sagen, das stimmt gar nicht, dass zwischen, weiß nicht, 2,7 und 2,8 oder sowas Sekunden die Gegenwart lauert. Also das, was die Zukunft und die Vergangenheit trennt, das ist das Gehirn als Gegenwart da wahrnimmt, das sind 3 Sekunden. Das fand ich faszinierend. Es bedeutet irgendwo nichts und es bedeutet irgendwo alles. Das ist aber auch spannend. Ein Gefühl. Viele Menschen haben kein Gefühl für Gegenwart. Haben Sie das? Ich, als Kabarettist soll man ja immer die Gegenwart betrachten oder so, gell? Manchmal lebe ich auch zu sehr in der Zukunft, weil ich sage, also das ist so Leben im Eigentlich, habe ich es mal genannt. Also eigentlich müsste ich noch das und eigentlich müsste ich noch das und eigentlich müsste ich noch das. Und dann vergisst man, was man eigentlich im Moment gerade machen sollte. Mhm. Und da bin ich anfällig, ich glaube viele andere auch. In dem Programm lebt ja Ihr Protagonist, der Ihren zweiten Namen trägt, nämlich Joachim, der lebt ja im Grunde so ein bisschen in der Zukunft. Das ist die Nacht vor einem wichtigen Gerichtstermin, vor dem Scheidungstermin. Mhm. Was ist das Thema? Ja, das Thema ist natürlich ein ganz trauriges. Es geht um zwei Menschen. Also ich hatte ein Programm, das hieß Im Feld davor. Das war so, da ging es darum, da ruft die Ex-Freundin an, sie ist schwanger. Und er sagt, oh, will er nicht. Und jetzt ist das Programm ist sozusagen ein paar Jahre danach. Das Kind ist da. Man hat sich also arrangiert und hat es nicht geschafft, wie so viele. War nicht verheiratet, also aber trotzdem geschieden, geschiedene Leute. Und es geht um das Kind. Die Frau möchte in dem Fall das Sorgerecht. Das hat sie ganz alleine, das ist ein bisschen kompliziert, aber sie möchte ihm auch das Umgangsrecht nicht geben. Und er möchte einfach sein Kind sehen, er kämpft um sein Kind. Und das versucht er auf einem Speicher, eine Videokassette zu finden, wo er einmal einen glücklichen Moment als Vater hatte. Das Kind sagt auch in die Kamera, Papa, Papa. Und das möchte er benutzen. Und er findet dieses Video und es ist überspielt mit Fußball. Und es ist so schon ein bisschen ein Psychogramm Ihrer Generation. Ich versuche das immer so ein bisschen, also ich versuche nicht exhibitionistisch meine Geschichte zu, ich versuche die Geschichte so von einer ganzen Generation, es ist immer schwer, der Begriff ist schwer, aber zu erzählen von mehreren Menschen, wie könnte das sein? Zuerst das Zögern, dieses nicht unbedingt Verantwortung übernehmen wollen, davor zurückschrecken und dann, wenn man dann Verantwortung bekommt, dann wollte ich mal gucken, was passiert mit einem, wenn man ihm die Verantwortung entzieht, wenn er versucht, jetzt wollte ich doch, aber mein Kind, jetzt hätte ich doch,
Und wenn man ihm das dann wegnimmt, was passiert dann mit einem? Also das Stichwort Verantwortung, nein, danke. Denken Sie, dass das heute schon relativ typisch ist, weil eben so viele so aufgewachsen sind wie Sie, sehr behütet, sehr glücklich. Sie haben gesagt, meine Eltern waren einfach nur nett. Ich musste gegen nichts wirklich rebellieren. Ich musste mich auch mit nichts reiben. Eigentlich habe ich auch nie kämpfen müssen. Spielt das mit? Ich weiß nicht, weil man muss ja immer kämpfen. Es ist nur Versuch, auf welcher Ebene. Ja? Also wenn man jetzt gegen die Nazi-Großeltern kämpft, dann ist es ein anderer Kampf natürlich, als wenn man jetzt, und das ist, glaube ich, bei jungen Leuten, um den Arbeitsplatz kämpft. Da geht eben viel verloren an Energie, die man in irgendwelche Ideologien oder so stecken könnte. Und das ist trotzdem noch ein Kampf. Also das nicht Verantwortung übernehmen, ich glaube, das spielt mit rein, Optionen offen halten. Also zu sagen, ich habe so viele Möglichkeiten. Und diese, also man muss Freiheit erstmal aushalten. Es gab ein altes Programm von Richard Rogler, es hieß Freiheit aushalten. Und das stimmt, weil bei den ganzen Optionen, welche wählt man? Weil immer, wenn man eine Option wählt, dann heißt das, man 100.000 andere hat man eben nicht gewählt. Und das ist so ein Gefühl, was meine Generation, glaube ich, sehr stark hat. Oh Gott. Und ist das auch ein bisschen Ihr Ziel, Ihrem Publikum Mut zu machen, Freiheit auszuhalten, Verantwortung zu übernehmen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich zeige einen Menschen, der kämpft darum und zu sagen, ihr seid nicht alleine. Ihr seid da. Es gibt andere Leute, die kämpfen auch euren Kampf. Und darum geht es mir so ein bisschen. So ein Bild zu malen, glaube ich, von der Wirklichkeit, zu sagen, ich habe es auch nicht begriffen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe es begriffen. Aber ich bin jemand, der sagt, ich male ein Bild. Ich mache kurze Sätze vielleicht für euer diffuses Gefühl, die ihr dann sagt, Mensch, das stimmt. Es ist ja auch eine ganz besondere Form des Kabaretts, die Sie dafür, für diesen Inhalt auch entwickelt haben. Das ist ja Kabarett und auch Theater. Und es ist eben nicht nur der Kabarettist, der mit dem Finger auf andere zeigt, ja, sondern der auch von sich was zeigt. Kann man schon sagen, haben Sie was ganz Neues entwickelt? Also neu ist ja immer ein schwieriger Begriff. Aber ich habe für mich etwas entwickelt, was ich sage, das möchte ich zeigen. Und dieses Theater, das da drunter liegt unter meinen Stücken, das ist, finde ich, das ist eben das, was zeigen. Ja? Also zu sagen, der hat Emotionen, der steht nicht auf der Bühne, macht Pointen und ist der große Hecht. Nein, er leidet, ihm tut was weh, er ist ungerecht manchmal, er irrational, er schießt übers Ziel hinaus, er weiß eben nicht alles besser. Und das finde ich so spannend. Und das ist auch lang. Also Sie sind über eine Stunde vor der Pause, ja, und dann noch mal eine Stunde nach der Pause. Ja. Das ist ja auch irrsinnig schnell gesprochen, ja, ganz Feuerwerk an Gags und Pointen und auch Szenischem und so weiter. Ja. Ist das nicht irre anstrengend? Für den Zuschauer oder für mich? Für beide, glaube ich. Aber ich möchte den Leuten ein bisschen was zum Spielen geben und ein bisschen was zum Kauen geben. So dieses mal eben Fastfood und mal lachen und wieder nach Hause. Da gibt es ja genügend andere. Ich glaube, die Leute, die inzwischen zu mir kommen, wissen schon so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen anstrengend, weil das ist der von Wagner, aber es lohnt sich. Das ist wie Sauna, da muss man auch erstmal schwitzen, bevor es schön wird. Aber bei Ihnen, für Sie ist auch anstrengend? Ja, ja, aber ich mag das, ich mag auf der Bühne schwitzen. Ich brauche das Gefühl, mich verausgabt zu haben, weil sonst glaube ich mir das selber nicht mehr, was ich auf der Bühne erzähle. Auch körperlich? Also ja. Sie haben auch mal eine Kehlkopfentzündung gehabt? Das war ein bisschen dunkel, weil das ist so beim Klavierspieler, wenn du ihm beide Hände abnimmst, das ist die Stimme, das ist dein Instrument. Und das war wirklich, das war eine Überanstrengung. Da habe ich sehr viel gespielt am Stück. Ich hatte eine kleine Erkältung und plötzlich, wie es so ist, dann drauf. Und da hat die Ärzte mir verboten zu sprechen. Also wirklich. Kann ich mir schlecht vorstellen. Es ist nicht möglich eigentlich. Ich habe selbst gesprochen, wenn ich nicht gesprochen habe. Weil ich versucht habe, mich auszudrücken. Ich habe Zettel vollgeschrieben. Ich hatte so einen Computer, da habe ich dann eingegeben, da gibt es Sprachausgabe. Die geht allerdings nur für englische Wörter, deswegen klang das immer ein bisschen merkwürdig. Ich habe versucht, mich mitzuteilen. Ich musste einen neuen Computer auch kaufen in der Zeit. Das stimmt also wirklich. Ich erzähle es manchmal auf der Bühne. Es stimmt wirklich. Ich bin ohne Stimme in diesen Laden und hatte mir einen Zettel ausgedruckt, was ich wollte. Ich habe auch darüber geschrieben, ich kann nicht sprechen im Moment. Bitte können Sie mir helfen. Ich habe eine Kehlkopfentzündung. Ich habe es dem Menschen da so hingehalten. Der Verkäufer hat so genickt und dann hat er mir alle Antworten aufgeschrieben. Wirklich netter Kerl. Ja. Wie reisen Sie? Ganz viel mit der Bahn. Ne? Sie sind ja 200 Tage im Jahr unterwegs, treten überall auf in Deutschland. Ja. Dank natürlich Ihres perfekten Hochdeutschs überall super zu verstehen. Ich kann mich überall verständigen. Ja. Ja. Wie reisen Sie? Ja, viel Bahn. Ich konnte nicht mehr Auto fahren. Ich finde, Autofahren ist unmöglich geworden. Die Aggressivität auf der Straße, Konjunkturprogramme führen dazu, dass die ganzen Autobahnen also ständig bebaut werden. Ich habe dann die Bahn genommen und dachte, da kann ich mich entspannen. Das stimmt allerdings nicht. Es stimmt, dass sie mich ans Ziel bringt und es stimmt auch nicht, dass sie immer zu spät ist. Aber es stimmt schon, dass man halt Mitreisen hat.
Und da entstehen zum Teil Ihre Programme. Ja, ich wollte nicht. Ich wollte keine Nummer mehr über die Deutsche Bahn schreiben. Habe ich auch nicht gemacht, aber ich musste etwas über Insassen schreiben. Das sind so, Insassen? Ja, das sind, man ist ja gemeinsam in dieser Zelle und man sitzt ja da gemeinsam. Und es gibt Menschen, die schalten einfach diese Grundhöflichkeit aus, die man hat. Wenn man angerufen wird, redet man halt normalerweise auch ein bisschen leiser. Und das machen die nicht mehr. Und ich saß direkt hinter einem und habe gesagt, du nervst mich so. Und ich bin da hingegangen schon und habe gesagt, könnten Sie ein bisschen leiser? Und er hat mich ignoriert. Und dann musste ich. Denn der einzige Ausfluss ist dann der Text. Ich habe dann so laut getippt, um ihn wenigstens ein bisschen zu stören. Und da ist eine schöne Nummer draus rausgekommen, glaube ich. Und Ihr Bühnenbild ist im Zug dabei? Ja, ich habe auf der Bühne jetzt immer so Umzugskisten. Und ich habe auch noch ganz viele andere Kisten. Die habe ich halt also dabei. Ich schaue aus wie so ein kleiner... Also ich habe diese Kartons immer so zusammengebunden, auch mit so einer kleinen Schleife. Ich schaue aus wie ein kleiner Penner. Und dann komme ich immer, ich fahre erste Klasse, das gebe ich zu. Das ist, weil da ist eine Reihe... Da ist kein Verbrechen. Ja, und man sitzt allein. Das ist so, als Kabarettist hat man immer noch so das Gefühl, Mensch, zweite, erste Klasse ist man jetzt schon derjenige, hat man jetzt den Kontakt verloren. Und in der ersten Klasse sitzt man eben alleine in einer Reihe, weil da sitzen keine Leute, die dir reinschauen in den Text. Und das ist ganz wichtig. Und da komme ich dann immer rein mit meinem Glump und dann schauen mich die Leute an, wie... Ich bin morgens auch nicht unbedingt immer frisiert. Ich komme gerade aus dem Hotel, ich bin verschwitzt. Und die schauen mich an, warum, was macht der da? Und da spielt der auch noch Gameboy, ne? Ja, ja, also Gameboy nicht, PSP. Das muss für die jungen Leute ganz wichtig. Mhm. Ja, das ist PlayStation Portable. Thank das musste ich aber auch erst wieder lernen. Das Gameboy hatte ich vorher aber auch. Das machen Sie wirklich? Das mache ich stundenlang? Wirklich. Nicht immer, ich muss ja viel schreiben. Aber ich brauche so Momente, wenn eben die Leute vor mir sitzen und die mich nerven, dann stöpsel ich mich weg von der Welt. Und vorhin hat Ihr Handy geklingelt mit einer ganz interessanten Melodie. Ja, das ist 24. Das ist eine Serie, die umstritten ist, aber sie ist unglaublich spannend. Jack Bauer ist ein Geheimagent und es sind immer die längsten 24 Stunden seines Lebens. Was für ein intellektueller Kabarettist. Naja. Guckt Serien. Wirklich mit Begeisterung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige. Nicht weiter sagen. Sehr unter vier Augen. Okay. Gell? Also, ich verspreche es. Das ist die große Leidenschaft, ist wirklich Serien zu verfolgen, weil ich liebe Geschichten. Und ich glaube, der Mensch liebt an und für sich Geschichten. Und das sind meine Geschichten. Und Serien sind inzwischen für mich das bessere Fernsehen, weil ich dann bestimmen kann, wann kann ich gucken, was kann ich gucken. Und das ist unglaublich spannend. Abends im Hotel, ne? Ja. Ah, das ist schön. Da sind Sie nicht allein. Ja, ne? Also ich bin ja allein. Aber mit der Serie sind ja, Sie nicht allein. Genau. Ja. Es sind zum Beispiel Ersatzfreunde. Also Friends oder so heißt ja auch noch so Freunde. Und es werden dann so Ersatzfreunde für den Moment. Das ist parasozial, das habe ich ja gelernt im Studium. Aber ich, solange ich es benennen kann, habe ich kein schlechtes Gewissen. Darf ich noch mal kurz fragen, wie Sie sich fit halten? Bühne, es ist wirklich die Bühne. Ich hab Tennis gespielt, sehr lange, ich habe Leichtathletik gemacht, 10 Kämpfer, ich habe alles mögliche gemacht. Ist natürlich auf Tour etwas schwierig. Auf Tour schwierig, also es ist auch 10 Kampf, aber andere Disziplinen. Und deswegen auf Tour ist es tatsächlich nur das Spielen auf der Bühne. Weil ich diese 1,5 Stunden erste Hälfte nach bin ich erstmal schon mal platt und das hilft. Mhm. Ansonsten nichts. Ich habe türkische Dampfbäder entdeckt, allerdings ist es sehr sportlich. Ja, es ist eher passiv sportlich, würde ich sagen. Ihr Talent wurde schon ganz früh entdeckt, ne? In der 2. Grundschulklasse. Mhm. Es fiel einer Lehrerin auf. Ja, die Frau Metzger. Und dann? Ganz liebe Lehrerin. Die war immer überzeugt, dass ich auf die Bühne gehöre. Da war ich gar nicht so weit, dass ich sage, ja, Herr Bühne, das ist meins. Sondern das war so, du kannst es. Und ich so, aha, okay, dann mache ich das. Und es waren wunderschöne Stücke. Also es war, der Schulrat kommt, hieß eins, glaube ich. Ein anderes war Fridolin, der Zauberlehrling, ein Schwarzlichttheater, wunderschön. Ich habe ein buntes Clownskostüm angehabt und musste eben mit meinen Zaubereien, die außer Hand gelaufen sind, musste ich dann zurechtkommen. Und ich glaube, wir haben sogar einmal Daisy erschossen dabei, das weiß ich noch. Aber nur beim allerersten Aufführung. Da war so eine kleine Daisy-Puppe, die war ja so schön neon. Und die flog dann und dann habe ich sie mit einem kleinen Pfeil und dann fingen die Erstklässler an zu heulen. Und nie wieder ist ihnen sowas passiert. Nein, das haben wir rausgestrichen, das haben wir zensiert. Und ich verstehe es. Ja. Also es gibt auch so einen schönen Kommentar im Zwischenzeugnis. Ich nehme mal auch an Grundschule, so um die 2. Klasse herum. Er zeichnet sich durch ein großes Mitteilungsbedürfnis aus und ist in Handarbeit sehr genau. Sie haben gut gestickt. Ja, aber ich hatte nur Glück. Das war einmal mein großes Glück. Der Stoff hat sich immer zusammengezogen. Man musste, glaube ich, immer 3 überspringen, so 3 Fäden. Ich weiß nicht mehr. Und der Stoff hat sich immer zusammengezogen an der richtigen Stelle. Und ich habe dann... So, und war schneller fertig als alle anderen, haben alle gedacht, ich wäre gut in Handwerk. Aber das hat sich dann nicht bewahrheitet in Ihrem weiteren Leben. Nee. Wann haben Sie gemerkt, es wird Kabarett, es wird wirklich mein Leben? Es gibt so eine ganze Phase, das war einfach, ich wollte ja Journalist werden und habe das ja auch angefangen.
Und dann war so eine Phase nebenher eben Journalismus und Auftritte. Und vielleicht erklären Sie das mal kurz. Sie haben ja nach dem Abitur erstmal richtig ordentlich studiert in München. Ja. Und ja, mit allem möglichen Geschichte, Kommunikationswissenschaften, Medien und so weiter, als angehender Journalist vielleicht später. Ja. Ich habe sogar gearbeitet, also ich war sogar bei Antenne Bayern und alles Mögliche und habe gesehen, wie Journalismus funktioniert. Und da hatten Sie beides im Kopf. Also vielleicht Journalismus, vielleicht Kabarett. Ja. Und waren noch unentschieden. Weil im Prinzip ist es ja Informationen sammeln und sie dann weitergeben, auf welche Art und Weise auch immer. Es gibt ja auch Glossen im Journalismus, also ich hatte schon, dann konnte mich ja da ausprobieren. Und dann war es aber immer so, wofür lebst du? Also wenn irgendwas wegfiele, was wäre das? Und dann habe ich mir nur einmal kurz überlegt, Kabarett fällt weg. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Und da war es klar, jetzt muss es verfolgen. Und dann hatte ich das Glück, dann auch eine Agentur zu bekommen in dem Moment. Und ich glaube, es gab relativ viele interessante Zufälle in Ihrem Leben. Allein wie Sie zu Antenne Bayern kamen, da haben Sie ja alles Mögliche berichten können, journalistisch. Aber Sie wurden dann angestellt als Gagschreiber, was ja für Sie wieder für Ihre spätere Karriere als Kabarettist super hilfreich war. War das Zufall? Maßlose Selbstüberschätzung, glaube ich, war das. Das war nämlich, denen ist ein Gagschreiber weggefallen. Und in der Woche war einfach keiner da und sie brauchten, aber es gibt ja reguläre Comedies im Radio und man braucht, muss die jede Woche bringen. Das. Und dann hieß es, wer kann? Und ich so, ich kann. Ich wusste nicht, ob ich es kann. Ich habe es einfach gemacht. Ich hatte 1,5 Stunden Zeit, das war meine erste Sache. Wir hatten einen wunderbaren Nachrichtensprecher. Der konnte Schröder, damals Joschka Fischer, Edmund Stoiber. Und für den konnte man dann eben was schreiben. Und das fand ich immer schon spannend. Und dann habe ich halt in 1,5 Stunden was zusammengeklopft, was nicht komplett durchgefallen ist. Und das war plötzlich so der Moment, wo alle dachten, der kann schreiben. Und dann durfte ich immer mehr und dann plötzlich war ich Gagschreiber. Während des Studiums. Ja. Und Ihre Magisterarbeit finde ich ja auch sehr interessant, war ja auch Schwerpunkt Kabarett. Mhm. Und das haben Sie sehr intelligent aufgezogen. Sie haben nämlich sich den Kontakt verschafft zu den ganz Großen der Branche. Ja, das klingt jetzt so, als wollte dann durch den Hintereingang jetzt so schneller. Aber es war einfach wirklich, ich wollte mal meine großen Vorbilder, meine großen Götter treffen. Und dann habe ich eben 12 Interviews gemacht mit Pult. Wie lautet das Thema Ihrer Magisterarbeit? Ach so, genau lief es, glaube ich, wie war das zwischen, wie hieß es denn? Ja, weiß ich nicht. Warte mal, jetzt weiß ich nicht mehr. Es ging darum, macht man jetzt Werbung im Fernsehen, oder will man noch die Leute verändern, Und das war dann ein leitfadengestütztes Experteninterview, war die Unterschrift und oben drüber war noch was ganz Wichtiges. Aber es ging um Kabarett. Es ging um Kabarett, will Kabarett noch was erreichen im Prinzip. Und mit wem haben Sie gesprochen für Ihre Magisterarbeit? Also ich habe den Polt habe ich gehabt, dann habe ich den Schramm, den Pispers. Dann habe ich Hildebrand, also ich hatte so meine Großen, die ich einfach mal von Namen sehen wollte. Immer so 2 Stunden für mich, weil ich habe ja gesagt, so ein Leitfadeninterview, das dauert. Aber gar nicht so einfach, die zu kriegen für 2 Stunden. Ja, aber es ging. Also es ging. Ich saß dann beim Polt im Holzhaus, ich saß mit Hildebrand kurz vorm Auftritt, ich saß mit Zimmerschied bei Otti Schlachthof davor. Also es waren ganz wunderschöne Momente. Wie haben Sie waren die alle nett? Wie haben Sie die empfunden? Ja, die waren alle nett. Also die waren auch froh, als sie gemerkt haben, da stellt ihnen mal jemand Fragen, der offensichtlich sich länger schon damit beschäftigt hat. Ich habe dann immer dazu gesagt, dass ich selber auf der Bühne stehe, nicht um das wichtig zu machen, sondern zu sagen, ich weiß ein bisschen, wie es funktioniert. Und dann waren die offen plötzlich. Dann war es ein bisschen so ein Kollege, dem man mal so unter der Hand mal endlich was sagt. Weil diese Behandlung, also Kabarett und Fernsehen ist ja so eine Hassliebe. Und da gibt es sehr viel zu reden. Und wie kam es dann, dass Sie wirklich... Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie haben Agentur und dann wirklich relativ schnell den Profiweg gefunden. Wie kam das? So einfach ist es ja nicht. Nee, das war auch Glück. Also ich habe irgendwie zum Schluss nochmal... Ja, Zufall. Ich hab einen Preis gewonnen. Das war die St. Ingberter Pfanne. Die heißen ja alle. Ja, die haben Handwerksgeräte, alles. Und war ich der einzige Künstler auch ohne Agentur. Und danach dachte ich, Mensch, jetzt muss es aber knallen. Und dann stand ich mit diesen Pfannen da und habe gesagt, ich bin hier. Und niemand hat gesagt, super. Sondern es war einfach, die Auftritte wurden weniger. Und in der Zeit kamen dann aber 2, 3 Gespräche mit Agenturen. Da hatte ich immer erst Angst. Was machen die? Die verkaufen mich. Und das waren aber einfach nur zum Teil nette Leute, die gesagt haben, du, das, was du machst, ist toll. Wir würden gerne ein paar Leute für dich anrufen, dann hast du vielleicht wieder Auftritte. Und dann habe ich gesagt, okay. Und seitdem. Sie haben mal gesagt, das Publikum kann man durchaus als böse empfinden, so gerade wenn man als Anfänger da rausgeht. Das ist ja eine Riesenherausforderung. Ich habe mir überlegt, Sie kommen, Ihr Vater ist Rechtsanwalt, Ihre Mutter Hausfrau gewesen, also wirklich immer gepampert.
Und Sie tun es jetzt also an, Sie hätten bei Antenne Bayern überall arbeiten können. Nee, aber Sie gehen raus und da ist das böse Publikum und Sie müssen total locker dieses Publikum unterhalten. Mhm. Das Schwierigste überhaupt. Wie haben Sie das, sind Sie daran gewachsen? Warum haben Sie das gesucht? Ich weiß es im Prinzip nicht genau. Ich weiß nur, dass ich, ich habe eine Herausforderung gesucht. Irgendwas, wo ich gesagt habe, davor habe ich Angst oder davor, das ist Respekt, da habe ich Respekt davor. Und es war eben so, ich war eben gepampert, es war eben alles gut. Und es war, klar hätte ich auch Fußstapfen, dann Rechtsanwalt, Jura studieren. Es war mir aber alles zu, ich brauchte irgendwo so einen Moment, wo ich sage, da ist jetzt nicht alles gepampert, da gehst du jetzt raus. Und das Publikum böse, das war am Anfang so, das war ein Gefühl. Klar. Das Publikum ist nicht böse, aber das Publikum war so, das war so ein bisschen am Anfang, da hatte man ein Gefühl, das ist jetzt ein Gegner, den man niederringen muss. Mhm. So als junger Mensch. Muss man gar nicht, überhaupt nicht. Also das ist eher sogar falsch, wenn man so hingeht und so versucht, so runterzuzwingen, dann gehen die nämlich dagegen. Nein, dann so ein bisschen um Finger wickeln ist viel schöner. Das lernt man aber erst am Anfang. Ja. Und Sie zeigen ja durchaus was von sich. Nicht unbedingt hochpersönlich, aber durchaus von sich und machen sich damit ja verletzlicher als andere Kabarettisten. Ja, das finde ich aber auch ganz schön. Ich glaube, das ist das, warum ich Theater mache, um Emotionen zu zeigen, um wirklich Verletzbarkeit, ist das schöne Wort. Das ist so, ich mag das nicht, wenn Menschen sich durch Ironisierung abschotten und sagen, mir kann keiner was, ich ironisiere alles. Und damit sagen sie nämlich gar nichts. Sie sagen überhaupt nichts. Und ich will aber einen Menschen sehen, der an etwas leidet. Auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, was er sagt. Aber ich bin damit einverstanden, dass jemand an der Welt sich wundert und an der Welt leidet. Und das finde ich spannend. Und das möchte ich machen. Was sagen die Leute so, wenn die nach dem Programm zu Ihnen kommen? Die fragen mich immer, ob das alles echt ist, was ich erzähle. Ja, das interessiert uns natürlich. Also, haben Sie schon mal das Thema für sich persönlich durchlebt? Sie werden Vater und Sie wollen es nicht. Welcher junge Mann hat das nicht? Ja. Mm. Aber das ist so, ich bin so, ich glaube, Kind meiner Generation. Dieses Kinder ist eine wunderbare Idee. Bloß jetzt, halt noch nicht jetzt. Vielleicht später, vielleicht irgendwann. Das ist so, Kind als Idee, großartig. Aber man hat sich noch nicht entschlossen. Das ist auch wieder vielleicht dieses Optionen offen halten. Das ist ja, ein Kind ist ja etwas, und deswegen habe ich es auch gemacht in dem Programm. Ein Kind ist ja etwas, das sagt, ich bin jetzt hier, kümmere dich um mich. Das ist dein Leben lang, bin ich dein Kind. Das ist nicht irgendwas, wo man sagt, ja, ich habe jetzt einen Handytarif, aber ich wechsle den jetzt, weil den finde ich blöd. Ein Kind kann man nicht wechseln. Es gibt Menschen, die versuchen es, ja, ich weiß, aber im Prinzip kann man das nicht. Das ist etwas, das Verantwortung einfordert. Mhm. Davor hat man ja Respekt. Sie leben in einer Beziehung? Ja. Was sagt denn Ihre Partnerin zu dem Thema? Die ist auch so. Die sagt, ja, Kinder ist eine super Idee, aber jetzt. Aber wir sind uns ganz sicher, dass wir welche wollen. Aber das ist ja auch dieses, die moderne Welt lässt sie auch nicht unbedingt mehr zu. Manchmal dieses Arbeitsleben, wenn beide jetzt inzwischen, ja, also Frau und Mann können ja jetzt, Karriere klingt immer so, ein ganz normales Arbeitsleben starten. Aber das Arbeitsleben, und das ist im neuen Programm auch immer so drin, das fordert ja Opfer. Weil ich es immer noch finde, wie schrecklich kinderfeindlich diese ganze Gesellschaft organisiert ist, das ganze Arbeitsleben organisiert ist, mit Präsenzritualen, wer lässt das Licht am Schreibtisch länger brennen? Das ist so für mich, bis 23 Uhr arbeiten, nur da zu sein, nur um dem Chef zu gefallen, das sind so männliche Rituale. Und jetzt kommen Frauen und entweder versuchen sie es nachzumachen oder nicht. Ja. Und da eine Gleichberechtigung herzustellen, auch eine Gleichberechtigung in der Partnerschaft und eben auch in der Kindererziehung, ist unglaublich schwer. Und man will ja gleichberechtigte Partner. Ihre Freundin ist also voll berufstätig? Noch nicht. Aber studiert. Sie ist sie hat ihren Doktor gemacht jetzt gerade. Ja. Wovon träumen Sie? 200 Tage pro Jahr auf der Schiene und zu Hause zwei Kinder und die Frau ist da? Nee. Ja. Nee, gar nicht. Also ich träume schon von einer Familie. Aber ich glaube nicht in diesen alten Rollenbildern, weil ich werd nie wieder mich an den Abendbrottisch setzen und sagen, so, Schnittchen, das wird nicht mehr funktionieren. Ja, das will ich auch gar nicht. Das ist ein ganz neuer Weg und die gibt es eben noch nicht. Deswegen träume ich schon davon, von der Idee, eine Familie zu haben und auch so, ich finde meinen Vater großartig. Mein Vater hat mir immer das Gefühl gegeben, er ist da, obwohl er sehr viel gearbeitet hat. Ich finde auch meine Mutter großartig, um Gottes Willen, die immer für mich da war. Aber mein Vorbild ist eben so zu sein, wie ein männliches Vorbild ist halt der Vater. Und ich möchte nicht dasselbe Rollenbild, aber ich möchte so dieses für die Familie da sein, dieses, obwohl man weg ist, trotzdem immer da sein. Also das hat er geschafft. Ich weiß nicht wie, er hat 24 Stunden am Tag gearbeitet und dann hat er mir noch irgendwelche Sachen korrigiert, irgendwelche Hausaufgaben oder so, hat mir geholfen. Das ist ein Idealbild, was ich habe, aber wie ich das dann letztendlich
in der modernen Beziehung verwirklicht sehe, das weiß ich noch nicht, wie es funktioniert. Das ist ja das Spannende und gleichzeitig auch das Erschreckende. Ja. Ja, und die Sommerferien haben Sie ja auch nicht mit Ihrer Freundin verbracht, sondern mit zwei anderen Jungs. Oh ja, ja. Das erste deutsche Zwangsensemble. Also ich musste echt auswendig lernen. Wieso haben Sie um Gottes Willen sich so genannt? Alle drei bekannte, ja, preisgekrönte, Sie, deutscher Kabarettpreis, bayerischer Kabarettpreis, ja, die anderen beiden auch. Wieso haben Sie sich so genannt? Ach, wir sind mal ein bisschen Trotz, glaube ich. Das ist so, Marktmechanismen wäre dann ein, was weiß ich für einen Namen zu nehmen, der eingängig ist und merkbar. Und na, wir wollten was schräg klingt. Und Sie waren in Frankreich? Ja. Und wie sieht das aus? Also Sie entwickeln da, ich muss die beiden Namen noch nennen, Matthias Tretter und Philipp Weber. Ja. Sie entwickeln da eben ein neues Programm. Das ist nicht, ja, so persönlich wie Ihres, sondern, ja, das klassisches politisches Kabarett auch. Wie sieht da so ein Tag aus in Frankreich? Ich stehe auf und wasche erst mal ab, weil wir abends immer gekocht haben. Also Sie waschen ab, die anderen nicht? Ja, die anderen, können, die anderen so, die können so gut kochen. Und ich bin immer, okay, der, ich trete dann zurück, weil ich sage, und mein Gebiet ist dann morgens klar Schiff zu machen. Mache ich aber auch gerne. Dann mache ich ja so ein bisschen das Frühstück. Und dann kommen so langsam zwei Urgewalten die Treppe runter und setzen sich dann zu mir an den Tisch. Und dann geht's eigentlich schon los. Also es ist ein Bälle zu werfen. Es ist ein, manchmal ist es aber auch jemand, der sagt, ich möchte jetzt unbedingt was über das Thema machen. Ich möchte jetzt unbedingt über das Thema Neonazis. Ich weiß, es gibt schon viele Sachen. Es ist auch auf einer Kabarettbühne eigentlich so abgefrischt, weil alle sagen, Mensch, das ist doch durch. Es ist nie durch. Ich möchte was darüber machen. Dann setzen sich die anderen beiden hin und sagen, ich weiß nicht. Und dann versucht er zu überzeugen. Und dann kommt, wenn er einen hat von den beiden, dann sind es plötzlich zwei, die sagen, ja, das ist gut. Und dann fliegen die Bälle und dann sagt der Dritte noch, ah, ich weiß nicht. Und wenn der Dritte da an Bord ist, dann passiert irgendwas. Dann spinnen wir, dann nimmt sich einer einen Laptop, ohne dass das groß jetzt gesagt, jetzt nimmt den Laptop, sondern es passiert einfach und dann wird getippt, dann wird geschrieben, dann wird gelacht. Dann wird gestritten, dann wird's sehr ernst, dann gibt es eine Szene. Sie sind ja auch sehr erfolgreich zu dritt. Ihr eigenes nächstes Programm, wird das wieder Joachim? Und wird das wieder ein hadernder Vater? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, das ist immer in dem Moment, wo ich schreibe, weiß ich, dass es sein muss. Beim letzten Programm war das, die Geschichte war noch nicht auserzählt. Jetzt diesmal habe ich das Gefühl, die Geschichte ist zu einem Ende gekommen. Vielleicht will ich auch ganz was anderes machen. Also es gibt ja manche Sachen, die hat man zu sagen über ein Thema. Also ist noch total offen. Ja. Mal gucken, was passiert. Vielleicht, wenn mich im Zug jemand nervt. Und Sie schreiben sowieso in Miesbach immer, wo Sie herkommen. Ja, das gebe ich zu. Ich ziehe mich zurück, weil Miesbach ist so ein Ort, da ist Ruhe, da ist nicht so viel, da kann man spazieren gehen. Da mache ich immer so eine kleine Bauernrunde. Bei uns heißt die Bauernrunde, sind so Bauernhöfe. Das ist wunderschön, Ruhe, Luft, Alpen. Oh. 3 Sekunden Gegenwart. Sie haben 3 Sekunden Zeit, um zu erklären, was ist Glück oder das Wichtigste im Leben? Machen. Mhm. Und beim Machen? Ich glaube schon, das Machen alleine, weil Glück ist ja kein Zustand, der länger dauert. Glück ist ja ein Moment. Und wenn man macht, dann hat man einfach die Chance, dass man diese Glücksmomente immer und immer wieder erreicht. Weil dieses Hadern ist das Schlimmste eigentlich. Also beim Machen ganz konzentriert und mit allen Sinnen dabei sein. Ja, im Prinzip. Und auch den Moment, wirklich diese Gegenwart genießen, dass man es jetzt gerade tut, dass man jetzt gerade das ein Interview gibt, ja, dass man jetzt gerade und nicht schon mal gucken, jetzt was, in 4 Stunden muss ich schon wieder. Das ist, glaube ich, eine Form von Glück. Und auch Weisheit. Ihr Spruch für unser Gästebuch. Sie haben sich natürlich was ausgedacht. Ja, das passt wunderbar dazu. Ich habe mir das von Camus geklaut. Und das heißt einfach nur, Leben ist Handeln. Und ich habe ihn aber erweitert. Und Leben ist Handeln trotzdem. Leben ist Handeln trotzdem. Ja. Warum trotzdem? Weil das Leben immer absurder wird. Und eigentlich, was einem letztendlich bleibt, ist dieses in den Wind geschleuderte trotzdem. Toll. Vielen herzlichen Dank, Klaus von Wagner. Also er ist jung, er ist talentiert, er ist noch ledig, also er wird seinen Weg gehen. Ich bedanke mich in aller Form. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr über ihn erfahren wollen, liebe Zuschauer, selbstverständlich auf der Homepage des BR.